Beim WM-Auftakt verpassten die DSV-Athleten im Einzelwettbewerb von der Normalschanze eine Medaille und stehen auch am Donnerstag ohne da. Erik Frenzel und Fabian Riesle wurden Vierter und Johannes Lampater verteidigte seine Führung und jubelte über Gott. Jarl Magnus Riebe sicherte sich vor Akito Watabe Silber, hatte im Ziel über eine halbe Minute Vorsprung und sicherte sich Gott. Der Österreicher Johannes Lampater Imago Images den deutschen nordischen Kombinierern droht bei der Heim-WM. Titelverteidiger Erik Frenzel, Fabian Riesle und ihre Teamkollegen waren im Kampf um die Medaillen in Oberstdorf beim Goldtriumph des Österreichers Johannes Lampater. Seit dem ersten WM-Einzel von der Großschanze im Jahr 2001 hatten es die deutschen Sportler in dem Wettkampf immer auf das Podest geschafft. Bis zu diesem Frenzel belegte als Bester aus dem Team von Bundestrainer Hermann Weinbuch den vierten Platz. Silber gewann Jarl Magnus Riebe aus Norwegen. Bronze holte der Japaner Akito Watabe. Es ist für uns enttäuschend. Wir haben uns mehr ausgerechnet, hatte Weinbuch bereits nach dem Skispringen am Vormittag gesagt. Als bester deutscher Springer war Riesler auf Rang 10 gelandet. Sein Rückstand auf den führenden Lampater betrug 1,55 Minuten. Die Podestplätze waren 1,18 Minuten weg. Frenzel lag 2,14 Minuten hinter der Spitze. Für die Medaillenränge ist der Zug abgefahren, stellte Weinbuch fest. Er sollte recht behalten. Auf der 10-Kilometer-Strecke machten Riesle und Frenzel früh einige Plätze gut. Die Lücke zu den drei Führenden war jedoch viel zu groß. Mehr als Rang 4 für Frenzel und 5 für Riesle waren nicht drin. Riebe holt seine dritte Medaille. Für Riebe war es im dritten WM-Rennen bereits die. Den Vierfach-Triumph von Johannes Rüsek vor 4 Jahren in Finnland kann der Saisonüberflieger aber nach nun 2-mal Gold und 1-mal Silber nicht mehr. Die beiden Lokalmatadoren Vinzenz Geiger und Rüsek enttäuschten mit den Plätzen 15 und 17. Manuel Feist belegte den 19. Rang. Die Leistung auf der Schanze bleibt bei den Deutschen das große Problem. Auf der Langlaufstrecke kann das Weinbuch-Team immer wieder auftrumpfen, oft ist der Abstand nach ganz vorne dann aber schon zu groß. Es ist hart, mit so einem Rückstand ins Rennen gehen zu müssen, sagte Frenzel. Leider läuft es nicht zu 100% zusammen. Bei den vergangenen drei Weltmeisterschaften hatte es für die Kombinierer immer mindestens 2 Goldmedaillen gegeben. Vor 4 Jahren in Lahti sogar. Solche Bilanzen sind nun ausgerechnet im Allgäu weit weg. Im Team hatten Terence Weber, Riesle, Frenzel und Geiger zwar den beachtlichen 2. Platz belegt. Gegen Norwegen waren die erfolgsverwöhnten deutschen Kombinierer aber chancenlos. Teamsprint. Als letzte Hoffnung eine weitere Medaillenchance haben die deutschen Kombinierer. Am Samstag sind sie im Teamsprint. 10 und 15 Uhr live. Der Kicker, Titelverteidiger in Seefeld hatten Frenzel und Riesle 2019 Gold geholt. JCHWM in Oberstdorf zwischen Ratlosigkeit und Entsetzen. Kombinierer gehen leer aus alle Videos in der Übung.